Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig verleiht regelmäßig den Preis Paper of the Month und würdigt damit herausragende Publikationen von Doktoranden oder Postdocs. Im Dezember 2013 ging die Auszeichnung an Nora Mehnert und Bastian Hartesuhr aus der Abteilung Infektionsgenetik. Mein Name ist Bastian Hartesuhr. Ich arbeite in der Abteilung Infektionsgenetik bei Herrn Professor Schubert hier am HZI und bin hier seit Januar 2010 angestellt. Mein Name ist Nora Mehnert. Ich bin Doktorandin in der Abteilung Infektionsgenetik und arbeite mit Bastian zusammen an den Knockout-Projekten. Wir haben Influenza-Infektionen untersucht und nutzen die Maus als Modellsystem. Wir interessieren uns sehr stark in der Interaktion zwischen dem Virus und dem Wirt, auch auf genetischer Ebene. Dafür ist die Maus halt ein ideales Modell. Es ist ja bekannt, dass das Virus für seine Vermehrung auf den Wirt angewiesen ist, ne? Auf gewisse Faktoren des Wirtes. Und im Fall Influenza ist es so, es gibt ein Oberflächenprotein, das nennt sich das Hemagglutinin. Das wird von dem Influenza-Virus als Vorstufe nur gebildet und muss dann von einem Wirtsprotein, einer sogenannten Protease, gespalten werden, also aktiviert werden. Und erst in dieser aktivierten Form ist das Influenza-Virus in der Lage, eine Wirtszelle zu infizieren. Und es gibt einige Kandidaten, die dort bekannt sind. Es gibt arbeitenden Zellkulturen. Und es gibt Kandidaten und wir haben halt angefangen, das in der Maus zu untersuchen und haben einen Faktor gefunden, der nennt sich TMPSS2. Und wenn dieser Faktor in der Maus fehlt, dann ist die Maus absolut resistent gegenüber Grippeinfektionen. In unserem Paper haben wir einen neuen Ansatzpunkt gefunden, um neue Grippemittel zu entwickeln. Denn das große Problem ist, dass die Grippeviren sehr, sehr variabel sind und deshalb sich in den letzten Jahren und auch schon Jahrzehnten Resistenzen gegenüber diese althergebrachten Arzneimittel, wie zum Beispiel das Tamiflu, entstanden sind. Und aufgrund dessen ist dieser neue Ansatz ein Wirtsprotein zu blockieren, sodass sich die Grippeviren im Wirt, das dann ja der Mensch ist, sich nicht weiter vermehren können. Was dann natürlich zu weniger Resistenzen führen würde, als wie mit den althergebrachten Mitteln. Ob das im Menschen genauso ist, wissen wir noch nicht. Das große Problem, oder was heißt Problem, aber wir können ja keine Menschen infizieren, weshalb wir das alles erstmal in der Maus getestet haben. Und drum wäre es jetzt interessant, an humane biologische Proben zu kommen, zum Beispiel Blutproben oder auch Gewebeproben, um diese zu untersuchen, ob dieser Faktor, TMPSS2, in verschiedenen Personen unterschiedlich ausgeprägt ist und dass dann wirklich Menschen mit weniger TMPSS2 auch weniger krank werden oder mildere Symptome haben als Leute mit einer höheren Menge an TMPSS2 im Körper, die eventuell einen schwereren Verlauf der Grippe besitzen. Also unsere nächsten Pläne gehen hauptsächlich in zwei Richtungen. Neben dieser absoluten Resistenz von H1N1 haben wir auch noch weitere Subtypen getestet. Also für den Menschen gefährlich werden neben H1N1-Viren auch H3N2-Viren. Diesen Schutz konnten wir für diesen H3N2-Subtyp nicht feststellen. Wir haben nur einen leichten Schutz gesehen, aber es gibt definitiv noch weitere Proteasen, die da eine Rolle spielen. Die wollen wir natürlich finden. Und sind derzeit dabei zu testen, weitere Proteasen, weitere Faktoren, um auch diesen Schutz für H3N2 zu finden. Und dann ist natürlich ganz klar, wir wollen einen nächsten Schritt machen und Inhibitoren finden. Ja? Die Nora hat ja gesagt, es ist ein Ansatzpunkt für neue Medikamente.
Und es gibt Kollegen, die sagen, die hätten spezifische Inhibitoren für dieses Protein gefunden in der Zellkultur. Und das würden wir natürlich sehr gerne halt auch in der Maus testen, ob es möglich ist, spezifisch dieses Protein zu blockieren, damit die Virusvermehrung zu stoppen und somit diesen Ansatzpunkt des neuen Medikaments zu verstärken und den nächsten Schritt dann in die medizinische Forschung zu machen. Wir machen Mäuse resistent gegen Grippe.